Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Mein Name ist Luis und heute sage ich mal meine Meinung zu der Sache mit Tanzverbot Silvana. Viel Spaß. Ihr wisst, dass seit ein paar Tagen wieder große Aufregung über ein ganz bestimmtes Thema herrscht, und zwar, dass Tanzverbot sich eine, ich sage mal, Scheide, eine Muschi für sich selber gekauft hat. Und da haben sich viele drüber aufgeregt oder viele drüber lustig gemacht, unter anderem auch Unge. Und ich will jetzt einfach mal das zu sagen, was ich darüber denke. Er hat selber dazu gesagt, dass er es nicht gut findet, dass sich alle darüber lustig machen und dass alle denken, ah, warum und haha, wie witzig. Wenn er selber sagt, er hat nicht so ein tolles Leben und nicht so viele Freunde, dann finde ich es sehr falsch, sich darüber so auszulassen und da Witze zu machen. Ich finde, es ist etwas ganz Normales, wenn man so etwas tut, und vielleicht macht man das auch gerne, dass man sich da ein bisschen mehr reinsteigert. Es ist jedem das Seine. Es ist genauso, als wenn jetzt andere sagen, ja, Homophobie ist scheiße, dann finde ich es auch scheiße, wenn man dagegen ist, dass Leute sowas machen. Gut, man muss es nicht unbedingt auf YouTube zeigen, dass man da einen Fetisch hat oder das gut findet, aber es ist halt einfach seine Sache, und Tanzverbot ist ein YouTuber, der gerne zeigt, was er tut und was er denkt. Und das ist sein Ding, wenn er das macht, und seine Meinung und seine Einstellung darüber. Und deswegen finde ich es einfach nicht gut, wenn man sich darüber so auslässt oder da das gleich wieder, oh Gott, und warum und ha und toll und warum macht er das und so. Das ist nicht die feine Art, aber gut, das ist auf YouTube sowieso zur Allgemeinheit geworden, dass alles, was irgendwie ein bisschen anders ist oder raussticht, da wird gleich wieder drauf reagiert und das ist wieder so witzig und ist wieder Tanzverbot, der sticht wieder raus und so. Tanzverbot, ich weiß nicht, ob du eine Figur bist, das habe ich schon mal angesprochen. Ob du das spielst, ob du wirklich so denkst oder ob du das alles machst wegen YouTube. Wenn du es nicht bist, und davon gehe ich aus, wenn du ein ganz normaler Mensch bist, wovon ich ausgehe, dann ist es deine Sache und mach, was du möchtest. Ich finde dich in Ordnung, ich finde das, was du machst, ist zwar eine andere Art der Produktion oder eine andere Art der, ja, des Austauschens auf YouTube oder des Preisgeben seiner Meinung, du weißt schon, was ich meine. Aber das ist eben deine Sache und das ist dein Kanal und du hast damit viel erreicht, auch wenn es oft ja in andere Richtung geht. Aber ich finde, das, was du machst, ist nicht falsch, sondern einfach nur außergewöhnlich, und mach es so, wie du denkst. Und lass dich da nicht irgendwie runterziehen oder irgendwas. Sonst wärst du nicht so weit gekommen, und das machst du so nicht. Von daher, so ist meine Meinung. Wie ist eure dazu, zu der ganzen Sache? Schreibt es mir genau unten rein. Guckt auch gerne das letzte Video zur Ehe für alle, zur Deine Wahl, zum Deine Wahl-Event auf YouTube, welches gestern stattgefunden hat. Es wird demnächst noch weitere Themen geben. Schaut da gerne rein, würde mich freuen, wie ihr es verlinkt. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat, und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.